Ah, noch stundenlang rumexperimentieren und versuchen es auf meinem PC zum Laufen zu bekommen, was gescheitert ist. Was ich dann versucht habe auf meinem Laptop zu installieren, was gescheitert ist, habe ich jetzt auf meiner PlayStation 4 zum Laufen gebracht. Ich habe nur 50 Euro für Premium ausgegeben. Ganz toll. Und ich krieg's nicht mal im Englischen zu laufen. Das heißt, ich kann es auch nur im Deutschen spielen, was mich nicht anzipft. Und wie es ausschaut, kriege ich wahrscheinlich auch nicht meinen Bildschirm auf Vollbildschirm. Und ich höre auch den Ton vom Innenspielsachen nicht direkt, ohne dass das irgendwie läuft. Ja, ich muss vielleicht noch rumexperimentieren, aber ich bin Junge. Ich Ein Junge? glaube, ich höre hier nichts, Ein oder? Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, hab auch keine Subtitles. Jacobs, wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Was zum Teufel ist das? Das war doch nicht immer schon so. Ich habe es mir jetzt ein bisschen im Hintergrund eingestellt, damit ich meinen eigenen Namen höre. Oh, wie schreibt man auf dem System noch schnell? Just einfach Patrick, einfach Patrick, es reicht. Dort, Enter. Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Ich möchte Subtitle einstellen. Oh, flüssig läuft's nicht. Oh. Ich werde mir einfach hin. Ja, passt schon. Was ist das? Form, Ton? Stirn, Stirn, Wangen und Kiefer. Das passt schon. Ton. Das. Nein. Nein, ihr habt mir gerade alles ruiniert, die ganze Motivation. Irgendwas knackt, da heißt das meine PS4. Irgendwie passt schon Haarfarbe. Passt, passt. Gesichtsbehaarung ganz wichtig. Irgendwas Cooles, irgendwas Cooles. Nein, ich hätte das so gern mit Mods gespielt, aber nach 3 Stunden herumexperimentieren ist das Spiel einfach nicht zum Laufen gegangen. Und nichts davon schaut wirklich cool aus. Verdammt krass, wie schwierig das war zum Laufen zu kriegen. Und dann muss ich es auf der PS4 auch noch spielen, wo ich mir jetzt Premium gekauft habe. Also werde ich wahrscheinlich auch weitere PS4-Spiele noch besitzen. Besitzen, probieren dann. Ich habe meine PS4 schon überhitzen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das ist alles. Die ersten 2 waren gut. Latar. Da, passt schon. Passt schon. Ich will doch nur Du Permadeath wirst deinem probieren. Papa sehr ähnlich sein. Siehst du Ja, das, okay, Leben Catherine? niesen. Oh, sehr stramm. Stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Ein Arschloch. Du bist einfach. James, Catherine? irgend Catherine! etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Etwas. Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Einen Moment, Catherine. Einen Moment. Oh, verdammt. Noch immer was. Sieh nicht genau ins Licht, mein Sohn. Das tut in Nein, den Augen versuch's. weh. Daran wirst du dich hier unten gewöhnen. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Ich brauche Subtitles. Ich brauche Subtitles. Was? Nein, Du nicht schaffst hier. das.
Das keine Subtitles in diesem Spiel. Hier drüben. Verdammt, wie spiele ich dieses Spiel noch schnell? Du schaffst es. Noch etwas weiter. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Oh, ich würde mich gern mit mir selbst beschäftigen. Wenn ich Subtitles hätte. Oder Mords. Ach, raus hier. Ich bin special. Okay. Was machen wir? Strength natürlich. 9. Luck, Agility. So viel Charisma brauchen wir gar nicht und so viel Intelligenz auch nicht. Runter damit. Und dann mehr in Perception und Endurance. Perfekt. Kann ich jetzt. Nein, ich kann noch immer nicht ins Startmenü. Ich brauche keine Intelligenz zum Türhacken, oder? Ich muss nachher irgendwie noch die Audi-Sachen testen. Ich kann auf beiden Bildschirmen schauen. Oh, da ist der Papa. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Oh, siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ich will meine Audio testen. Ich will 20 Minuten. 20 Minuten. Dann wird getestet. Also die Intro-Cutscene kann ich eh. Die muss ich mich ja sowieso. Da. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag! Kaum zu glauben, er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Wenn nur deine Herzlichen Mutter... Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Ah, es war schon ein bisschen zu viel. 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Ich will noch ein bisschen rumexperimentieren mit den Farben. Vielleicht kriege ich was Cooles daraus. Wenn dann so. Ohne Mods, aber wenn dann so mit Recording-Software. Farbtonverschiebung. Okay. Vielleicht doch ein bisschen zu extrem. Ja, doch, ist ein bisschen zu extrem. Mehr ins Blaue oder mehr ins Grüne? Das Spiel ist so grün, also kann ich mehr ins Blaue gehen.
Da minus 15. Okay, was haben wir sonst noch? Gamma, Helligkeit sollte passen. Bleiben wir damit. Oh. Du bist ein Lügner. Okay, wenn du so schlau bist, was schenke ich dir zum Geburtstag? Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Grognak. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh. Macht Spaß hier? Okay, das schaut farblich schon ziemlich gut aus. Alles Gute zum Geburtstag. Ich kann nicht raus. Kann ich schon Start drücken? Nein, ich kann noch immer nicht Start drücken. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Hey, Herz... Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Oh. Ich lasse es nicht zu, dass meine Position als Aufseher dadurch geschwächt wird, dass Amata meine Tochter ist. Ich habe ihr die angemessene elterliche Zuneigung gegeben, aber ich konnte natürlich keine zusätzlichen Vault-Ressourcen für sie beschaffen. Das setzt meine Position einfach voraus. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass Amata das versteht. Alles Gute zum Geburtstag. Du wirst ignoriert. Achtung, Achtung! Zeit, den Kuchen anzuschneiden. Andy, warte! Was, Kumpel? Gute Arbeit. Toller Pip-Boy. Ist es ein 3000A-Modell? Was für ein Haufen Schrott. Oh, ich glaube, man muss ihn jeden Morgen neu aufziehen. Ich weiß, es war nur Spaß. Ganz genau. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Komm schon, Molly, du hast doch die immer Leute tolle mögen Ideen. Meine kleinen. Ah, da weiß ich schon, wer es erst hat. Verrückt. Okay. Kann ich den lesen schon? Ja. Außerdem braucht dein Freund eine Erinnerung. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Ja, du wirst schon noch merken, wie ernst ich das nehme. Ich lasse mir die Start-Taste drücken kann. Hey da, Kleiner. Macht's Spaß? Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Ich weiß gar nicht, auf welchem Bildschirm ich schauen soll. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Ich werde einfach nett zu den Leuten sein, die auch nett zu mir sind, ganz einfach. Ob wir ihn wohl überrascht haben? Da bin ich sicher, Amata. Los, misch dich unter. Hätte ich auch nie gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Na, macht Spaß. Los. Danke, dass Sie gekommen sind, Stanley. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Dein Hobby ist... Was muss ich machen? Wo ist meine Quest? Aufgaben. Oh, Party, die das ist alles okay. Wow, das ist ein Glück. Ach klar, keine Sorge. Ich und Andy haben letzte Nacht alles repariert. So gut wie neu. Ich mach mir keine Sorgen. Sie können alles reparieren. Und dann muss ich mit Dark Norm auch noch reden. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Tja, die jungen Leute waren früher einfach höflicher, respektierten die Älteren. Natürlich hatten wir einen Aufseher, der von allen respektiert wurde.
Nicht wie der da drüben mit seinen Regeln und Geheimnissen. Ich hätte fast Lust, dir zu erzählen. Mein Gott, jetzt rede ich schon wie alle anderen alten Tanten. Und du wartest immer noch geduldig auf dein Geschenk. Du hättest schon etwas höflicher fragen können, aber es ist ja dein Geburtstag. Also, bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich extra für dich gebacken habe. Schau ich so aus, als würde ich Süßgebäck essen. Alles Gute zum Geburtstag. War eine Party, Mrs. Palmer. Nein. Ja, lass mich raus. Ich will natürlich was töten. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hab's nicht gefahren. Das hast du. Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Ehrlich gesagt, will ich da ihm das echt geben? Oh Gott, hier, nimm es. Genau so. Danke, Verlierer. Alter. Oh, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was war denn mit Butch? Er sah schrecklich zufrieden mit sich aus, was gewöhnlich heißt, dass er irgendjemand geärgert hat. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich weiß, Butch. Was soll man dazu noch sagen? Hey, vergiss ihn. Stürz dich ins Vergnügen. Es ist deine Geburtstagsfeier. Oh, ich hasse Geburtstagsfeiern. Lasst mich einfach raus hier. Hopp, es hat schon wieder geknackst, meine PS4. Hallo, Officer Gomez. Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Jetzt, wo ich das Premium-Abo bestellt habe, wird sie keine 4 Tage überleben. Hör zu meinem Job. Hey, Doktor, mag ich Party. Wir sind hier unten bereit. Natürlich, danke. Officer Gomez. Ich schicke ihn runter. War schön, mit Ihnen zu quatschen. Wie läuft's, Kumpel? Nochmal vielen Dank für Ihr Hobby ist offen. Wow, das ist dein Hobby? Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben... Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Oh, ich hab... Komm schon, Mann, das du ist wenigstens super. Was, wenn du dich amüsierst. Na, was meint ihr? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich den Text vorlesen soll. Ich habe schon so viel in Stray gelesen. Dann schon wieder die Share-Taste. Wo ist mein Gedicht? Notizen hier. Ach du. Warte, wo lese ich es am besten? Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl, Erstickung, Verdammung, kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama, Papa, bin ich tot? Nein, nein, wiedergeboren in reinigen Fluoreszenzen. Okay, nein. Verdammt, ich schwitze schon wieder, weil das alles so heiß schon hier im Raum ist. Nicht mal Fallout kühlt mich runter. Brrr, brr, brr. Okay. Bring mich zu dem Part, wo ich auch sterben kann. Was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Oho, ich verstehe. Du bist jetzt 10 und im Geschäft. Nun, mein Herr, dann kommen wir gleich mal zum geschäftlichen Teil. Ach, übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Warte noch kurz. Ich glaube, ich höre jemanden kommen. Bereit für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren.
Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Okay, lass mich rein da. Dann kann ich das Intro mal beenden. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Bitte sehr, Junge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ob das die deutsche Synchronstimme von... Wie zähle ich in diesem Spiel? L1. Was soll R1 schießen? Ich muss schauen, wo ich hinschaue, auf welchem Bildschirm. Eine Red-Kakerlake. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Wo ist Reds in diesem Spiel? R2. Verdammt. Oh, schon so lange nicht mehr gespielt. Und da ich das erst permadeath mache, muss ich das jetzt öfter spielen, damit ich nicht aus der... Hopp, ein paar Pan schießen. Ups. Ist tot. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Augen zu. Seht ihr nichts? Jonas, okay. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21 Vers 6? Ich bin das A und das O. Der Anfang. Wie viel weißt du, willst du mich noch machen, Bildchen? Boah. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Ah, habe ich ja ganz vergessen, diesen Teil gibt's ja auch noch. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Das glaube ich nicht. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Anscheinend wird es erst ab Teil 30 ernst. Aber ich mache hier trotzdem mal meine Audio-Tests. So, Pip-Boy. Ich schau mal auf dem falschen Bildschirm. Ich muss auf den richtigen Bildschirm schauen, wo das ein bisschen eigen ausschaut. Ja, ja. Ich muss testen hier. Guten Morgen. Das gibt's nicht. Ich kann noch immer nicht Start drücken. Wie komme ich dann aus dem Spiel hinaus? Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. Wie läuft's? Nur mit der Playstation-Taste? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würde es einfach gerne im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Hey, Kumpel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bisschen eigen hier. Bisschen eigen. Audio-Tests. Peace out. In the meantime.